Hallo, mein Name ist Florian und auch wenn ich in einem Kartendeck wahrscheinlich nicht gerade das Ass wäre, möchte ich in diesem Video gemeinsam mit euch die Kunst des Kartenwerfens erlernen. Ja, das Ganze ist Teil eines weiteren Selbstexperimentes, darum abonniert am besten jetzt meinen Kanal, weil da verpasst ihr auch in der Zukunft ganz sicher nichts. Kartenwerfen, wenn ich den Begriff höre, denke ich eigentlich immer daran. Kleine Spielkarten durchdringen sämtliche Objekte. Extrem beeindruckend und genau das will ich jetzt auch lernen. Naja, neue Weltrekorde werde ich wohl nicht brechen, trotzdem möchte ich nach den 3 Tagen auf jeden Fall einen sicheren, festen und zielgenauen Wurf beherrschen. Und sind wir mal ganz ehrlich, Objekte allein mit Kartenwürfen zu zerstören wäre auch schon extrem cool. Aber wie schwierig kann das sein? Naja, lasst es uns herausfinden. Tag 1. Was brauche ich, um Kartenwerfen zu lernen? Richtig, Karten. Und ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass ich hier irgendwo welche habe. Ich benutze für das Selbstexperiment normale Poker-Playing-Cards. Ehrlich gesagt besitze ich einfach keine anderen, was auch weiter nicht schlimm ist, denn das Kartenwerfen sollte mit denen genauso funktionieren. Bevor wir uns jetzt aber anschauen, wie man das Kartenwerfen am besten lernen kann, möchte ich erst einmal herausfinden, wie gut ich denn aktuell schon bin. Wer weiß, vielleicht steckt in mir ja schon der geborene Profi. Auf geht's! Wir machen die ersten Würfe, würde ich sagen. Ich habe mir extra noch keinerlei Tipps oder irgendwas geholt, weil ich will jetzt erstmal versuchen, ganz aus meinem Bauchgefühl raus Karten zu werfen. Mal schauen, wie es wird. Meine ersten Würfe waren so, naja. Also ich weiß nicht, was ich mir erhofft hatte, aber auf jeden Fall nicht das. Ich hatte keine Ahnung, wie ich eine Karte richtig zu halten habe, ausholen bzw. loswerfen sollte und so flogen meine Karten nicht unbedingt weit. Das war ganz schön frustrierend, denn auch wenn mal eine Karte den Anschein machte, weit zu fliegen, fing sie nach guten 3 Metern aus unerklärlichen Gründen doch wieder das Flattern an und fiel auf den Boden. Okay, stopp mal kurz. Ich glaube, ohne Technik oder irgendwas komme ich jetzt nicht großartig weiter. Ich habe keine Ahnung, wie ich so eine Karte halten soll oder sogar werfen muss auch noch. Also, das wird nichts. Wenn man nämlich lernen will, eine Karte schnell und weit fliegen zu lassen, kommt es auf einen entscheidenden Punkt drauf an. Auf die Rotation. Man kann sagen, umso mehr Rotation eine Karte während des Fluges besitzt, umso stabiler gleitet sie durch die Lüfte. Das Ziel ist es also, einer Karte in einem Wurf einen so großen Spin zu verleihen, dass sie sich nach Verlassen der Hand so schnell wie möglichst um die eigene Mittelachse dreht. Um am meisten Rotation zu erhalten, kommt es jetzt auf die richtige Technik drauf an. Auf YouTube gibt es mittlerweile unzählbar viele Tutorials mit unter anderem unterschiedlichen Herangehensweisen. Ich entschied mich deshalb für ein Tutorial des mehrfachen Weltrekordhalters Rick Smith Jr. Es gibt hier ja wirklich noch unzählbar viele andere Möglichkeiten, Karten zu werfen. Aber ich glaube, ein Weltrekordhalter und ein absoluter Profi im Kartenwerfen, der wird schon wissen, was richtig ist. Ich lerne, wie ich eine Karte am besten zu halten habe. Also, man klemmt die Karte zwischen Mittel- und Zeigefinger. Was für Tricks es gibt. Ein bisschen soll die hintere Ecke der Karte rausschauen. Und wie ich eine Karte am schnellsten und festesten werfen kann. Also die Bewegung der Karte soll sozusagen hauptsächlich nur aus dem Handgelenk kommen. Und dann werfe ich die Karte wahrscheinlich so. Ey, das war ja mal schon viel besser. Die richtige Technik, Besitz oder weiß ich jetzt zumindest. Mit viel Übung und Präzision soll es auf dieser Basis nun auch möglich sein, beispielsweise Früchte oder kleinere Gegenstände zu zerstören. Übung macht den Meister und damit ich das auch schaffen kann, trainierte ich zuerst mein Handgelenk. Vielleicht wisst ihr, die Kraft für einen Wurf soll nämlich nicht aus dem Oberarm, sondern hauptsächlich aus dem Handgelenk kommen. Und so versuchte ich es erst mit Karten so weit wie möglich einzuklappen und es anschließend schnalzen zu lassen, sodass die Karten einigermaßen flogen. Das klappte dann schon schnell relativ gut, wodurch ich einfach immer mehr den ganzen Arm in die Bewegung mit einbaute und einfach mal vor mich hinwurf. Ich muss sagen, es sieht vielleicht langweilig aus, aber irgendwie hat es auch schon extrem viel Spaß gemacht. Okay, außer das anschließende Karten aufsammeln, aber ansonsten wird einem wirklich nicht langweilig. Vielleicht ist es die Faszination, das simple Gefühl, schnell immer besser zu werden, oder der Klang einer im Styropor steckenbleibenden Karte.
auf jeden Fall ein gutes Gefühl, welches motiviert. Schon nach einer Stunde beherrschte ich einen einigermaßen sicheren Wurf. Sonderbar fest war dieser noch nicht, trotzdem reichte es schon für das Versenken einiger Karten. Was ich auch extrem cool finde am Kartenwerfen, ist halt auch einfach, dass man es überall üben kann. Egal ob drin oder draußen, man kann eigentlich überall werfen. Und naja, 11 Uhr, ich habe ja noch den restlichen Tag. Und den werde ich jetzt auch nutzen und schön fleißig weiterüben. Die allgemeine Grundfähigkeit, Karten so zu werfen, dass sie halt auch einigermaßen fliegen, würde ich sagen, kann wirklich fast jeder mit der richtigen Technik innerhalb von ein paar Minuten lernen. Schwieriger wird es dann erst, wenn man seine Würfe präzisieren will und angenommen ab einer bestimmten Entfernung fest und haargenau ein kleines Ziel treffen muss. Das ist dann gar nicht mehr so leicht. Probiert ihr das zu Hause doch auch mal aus. Sucht euch ein Ziel in angenommen 2 Meter Entfernung aus und zählt einfach mal, wie viele Karten ihr von 50 wirklich getroffen habt. Schreibt mir das Ergebnis gerne in die Kommentare. Der anfangs so schnelle Fortschritt ließ bei mir mit der Zeit allerdings auch nach. Und ich glaube, erst wirklich Mitte des zweiten Tages beherrschte ich einen einigermaßen sicheren, festen und vor allem zielgenauen Wurf. Der zweite Tag bestand allerdings nicht nur aus Sturmtraining und ich verbrachte diesen mehr draußen in der Natur. Was aber nicht heißt, dass man keine Karten werfen kann. Ich sag mal so, es ist eine andere Art von Übung. Eine Sache habe ich mir für den zweiten Tag aber noch vorgenommen. Ich will herausfinden, wie schnell meine Karten mittlerweile fliegen. Der aktuelle Weltrekord liegt bei einer gemessenen, unglaublichen Geschwindigkeit von 148 Stundenkilometern. Respekt. Um meine Wurfgeschwindigkeit zu berechnen, nehme ich einen meiner Würfe in einer Slow-Motion-Aufnahme mit 100 Frames per Second auf. Heißt, innerhalb von einer Sekunde werden 100 kleine Einzelbilder geschossen. Meine Karte braucht für eine Strecke von 1 Meter 7 Frames, was wiederum heißt, dass diese aufgrund von meinen hochkomplizierten physikalischen Berechnungen innerhalb von nur 0,07 Sekunden 1 Meter weit geflogen ist. Damit hatte sie eine ungefähre Geschwindigkeit von gerundet 15 Metern die Sekunde oder von 50 km/h. Ganz schön schnell. Und die Waffenfunktion testen wir jetzt einmal so richtig aus. Tag 3. Wie gut bin ich geworden? Schaffe ich es nach nur 3 Tagen, Objekte mit billigen Spielkarten zu zerstören? Es wird Zeit, aus seinen Träumen Realität zu machen. Krass, und ich sag mal so, das war noch nicht mal alles. Für heute war's das aber. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Lasst mir ein Like da, abonniert da unten jetzt meinen Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann bis hoffentlich nächste Woche. Ciao!